Bonjour, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Es gibt eine neue To-Go-Version von Dantons Tod von Georg Büchner. Es geht in diesem Drama von 1835 um die Französische Revolution und allgemein darum, was Politik eigentlich darf, wie sehr sich jeder Einzelne engagieren muss und ob das Leben letztlich einen Sinn hat. Mit dabei sind in der blauen Ecke Georges Danton, Rechtsanwalt und Revolutionär, der jetzt aber aus persönlichen und grundsätzlichen Erwägungen mal die Nase voll hat vom Revolutionieren und lieber mal seine Ruhe will. Sein Gegner in Rot ist Maximilien de Robespierre, auch Rechtsanwalt und Revolutionär und im Gegensatz zu seinem früheren Genossen Danton erstmal komplett spaßfrei, kein Alkohol, keine Frauen und wenn es das damals schon gegeben hätte, wäre er wahrscheinlich auch Veganer gewesen. Um das auszugleichen, ist er dafür umso radikaler. Die beiden haben Anhänger, der wichtigste Anhänger von Robespierre ist Saint-Just, eine Art menschenfressendes Monster, der gehört wie Robespierre zum Jakobinerclub. Der wichtigste Kumpel von Danton ist Camille Desmoulins. Ein Schriftsteller, der allerdings auch eine Verbindung zu Robbie hat, denn er war mit ihm an der Uni, was traurigerweise die einzige menschliche Verbindung ist, die der rote Rob noch hat. Beide haben massenhaft Anhänger, die wir aber jetzt nicht erwähnen, weil die Namen sie sowieso nur verwirren würden. Wie in jedem älteren Theaterstück gibt's eine Menge Figuren, aber kaum Frauenrollen. Nur 6 namentliche, wovon nur 3 erwähnenswert sind, was wir jetzt tun. Julie ist Dantons Frau, die im wahren Leben übrigens mit viel Glück die Revolution überlebte. Marion ist eine Dame aus dem horizontalen Gewerbe, zu deren Stammkunden Danny gehört. Und schließlich Lucille, die Ehefrau von Camille. Und weil die am Ende wahnsinnig wird, hat sie relativ langes Haar. Natürlich gibt es noch Volk, aber das kriegen wir später. Wir befinden uns in Paris des Jahres 1794. Den König haben sie vor einem Jahr hingerichtet und die Ultraradikalen unter Hébert vor kurzem erst. Und jetzt geht es alten Verbündeten an den Kragen. Im ersten Akt werden uns zunächst mal die verschiedenen Fraktionen des Stückes vorgestellt. Den Anfang machen Danton und seine Freunde, die sich in einem Salon zur Entspannung befinden, wo er Karten spielt, zu Füßen seiner Frau sitzt und so hübsche Komplimente sagt wie »Ich liebe dich wie das Grab«. Er meint es wohl relativ positiv, aber es kommt nicht so. Da kommt ein Kumpel rein und sagt, Danton, wir müssen was machen. Die wollen uns in die Pfanne hauen. Wir müssen was machen, sonst sägt uns der Robespierre den Ast ab, auf dem wir sitzen. Und er so, ach, ich habe keine Lust. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Straße, wo der Pöbel herrscht. Der Pöbel ist zum Beispiel der Souffleur Simon und seine Frau, mit der er ein bisschen Ärger hat, weil er herausgefunden hat, dass ihre Tochter auf den Strich geht und die so naut, das ist auch ein ehrbarer Beruf, der älteste der Welt und wer soll sonst die Miete zahlen? Da kommt ein junger Typ vorbei und guckt so dumm und die so, was? Du hast ja ein Schnupftuch? Ja, ich habe halt ein Schnupftuch. Woher hast du das Schnupftuch? Aristokrat, aufhängen! Und der kann gerade noch so entwischen, während die diskutieren. Da kommt der rote Rob vorbei und sagt, was ist hier los? Na, wir wollten gerade einen Aristokraten lynchen. Brav, Volk, weitermachen. Anschließend lernen wir Robespierre auch in seinem Heimatstadion, dem Jakobinerclub, kennen. Das ist so ein altes Kloster, St. Jakob, wo er mit seinen Kumpels dafür sorgen will, dass Danton und seine Leute jetzt drankommen. Die nennt man übrigens die Indulgenten, also die Nachsichtigen, weil sie meinen, dass die Terrorherrschaft jetzt bald mal zu Ende sein sollte, weil das den Leuten ja auch nichts zu essen bringt. Aber Robespierre schwingt eine große Rede. Nee, 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 nee. Wir brauchen den Terror gegen die Feinde der Revolution und außerdem haben wir wenigstens Spiele, wenn es schon kein Brot gibt. Während Robbie also konspiriert, hält sich Danton bei einer Escort-Lady namens Marion auf, um mal wieder so richtig melancholisch sein zu können. Da wird er wieder gewarnt. Die wollen uns ans Leder. Ich bin Promi. Die werden es nicht wagen. Trotzdem geht er jetzt vorsichtshalber mal zu Robespierre. Und es kommt in dieser vorletzten Szene des ersten Akts zur ersten und einzigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Kontrahenten. Und der Robespierre so, wir sind noch nicht fertig mit der Revolution. Und die Tugend, und der Danton schubst ihn rhetorisch immer so ein bisschen rum und sagt, Tugend, 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 das ist eitel und arrogant. Die Tugend ist der Absatz deiner Schuhe, damit du ein bisschen größer als andere wirkst. Du kannst dir überhaupt nichts drauf einbilden, noch nie mit einer Frau geschlafen zu haben. Und überhaupt Schluss mit den Hinrichtungen. Und dann geht der Danny und der Rob ärgert sich maßlos. Sagt, der kann mich nicht so dissen, jetzt ist Schluss. Dann kommt der Saint-Just dazu und sagt, und der Camille muss auch dran glauben. Okay. Auf dieses Stichwort hin begeben wir uns natürlich erstmal zu Camille nach Hause, wo Danny und seine Freunde wieder rumhängen und der schiebt wieder ein Depri und alle so, hier, du musst jetzt mal, jetzt wird's ernst, du musst fliehen. Nee, also erstens werden sie es nicht wagen und zweitens, wo soll ich denn hin? Nimmt man das Vaterland an den Schuhsohlen mit? Da erfährt er, dass er verhaftet werden soll und geht spazieren. Und die Lucille so, Camille, du kennst doch diesen Robespierre von der Uni, geh doch mal hin. Und er so, ja, okay. Und bei dem Spaziergang philosophiert der Danny und denkt sich so, oh, ich habe echt keinen Bock mehr auf nix. Wenn ich wenigstens mal mein Gedächtnis verlieren könnte oder gleich tot,
er ist offenbar depressiv und er schläft auch immer schlecht, wie sich in der anschließenden Nachtszene zeigt. Da wacht er nämlich auf und sagt, September. Und jetzt wissen wir auch, warum er sein Gedächtnis verlieren wollte. Er denkt immer an die Septembermorde vor anderthalb Jahren. Seine Frau ruft von nebenan, was ist denn los? Ja, schon gut, aber ich musste doch diesen Pöbel vor anderthalb Jahren, diese 1300 Leute im Gefängnis lynchen lassen, weil die ausländischen Könige kurz vor Paris standen. Ja, ja, Schatz, komm ins Bett. Danny war damals Justizminister, er hätte das rechtsstaatlicherweise verhindern müssen, deshalb hat er jetzt ein schlechtes Gewissen. Andererseits eine depressive Verstimmung, Burnout, kann sich nicht mehr motivieren, wie früher seinen politischen Gegnern eins auf die Rübe zu geben, sondern tut lieber erstmal nichts und wird verhaftet. Im Nationalkonvent tritt jetzt ein Anhänger von Danton auf und sagt, was ist jetzt los? Jetzt werden sogar schon Revolutionäre verhaftet oder was? Free Danny! Und dann kommt der Saint-Just und sagt, ja klar ist der Danton verhaftet. Und warum? Weil er es verdient hat. Und der Robespierre schiebt noch einen nach und sagt, ist doch egal, Freunde, ob man an einer Seuche oder an der Revolution stirbt, oder? Na also. Danny und seine Freunde sitzen jetzt also im Knast, was nicht so schön ist, und unterhalten sich über so lustige Sachen wie Gottesbeweise. Was man halt so macht am Samstagabend. Ihre armen Gegner müssen sich in der Zwischenzeit aber auf den Prozess vorbereiten. Ich sage arm, der ist so ein rhetorisches Genie, dieser Danton, der wird uns noch entkommen. Weißt du was, wir losen die Geschworenen für den Prozess einfach nicht aus, sondern wir nehmen so Taube, die einfach nichts hören, was er sagt, und Linientreue natürlich. Und dann kommt es zum Prozess und die hatten recht mit ihren Bedenken, denn schon auf die erste Frage, Name, antwortet Danton, mein zweiter Vorname ist Revolution und meine Wohnung ist bald im Nichts und mein Name im Pantheon der Geschichte. Er ist wirklich ein brillanter Redner und früher hat er die Massen massenweise bewegt. Und jetzt, wo er in die Enge getrieben ist, erwachen die alten Talente. Es ist nur ein bisschen spät. Und die Gegner so, was machen wir jetzt? Hier, wir verabschieden einfach noch ein Gesetz, dass man nicht so laut reden darf vor Gericht. Und dann kommt der Saint-Just dazu und sagt, haha, wir haben gerade eine Szene ausgelassen, in der in den Gefängnissen eine Verschwörung angezettelt wurde. Die Frauen von Danton und Camille sollen das Volk mit Geld zum Aufstand gegen uns bringen. Jetzt haben wir ihn. Und als der Danton dann wieder vor Gericht ist und seine alte Leier abzieht, ich will Zeugen, sagen sie, du bist ein Verschwörer. Und er so, was? Ich klage Saint-Just und Robespierre des Hochverrats an. Und das Volk draußen steht erstmal auf seiner Seite und sagt, Free Danny! Aber ein Anhänger der Jakobiner so, ja, aber der hat ja voll die Markenklamotten und eine hübsche Frau und ein schnelles Auto. Und er so, ja, nee, dann Kopf ab. Jetzt werden sie im Gefängnis richtig radikal, denn sie sind verurteilt, es ist die Nacht vor der Hinrichtung und es fallen Sätze wie, die Welt ist das Chaos, das Nichts ist der zu gebärende Weltgott. Ich wäre ja gern ein bisschen cooler gestorben, aber immerhin nicht allein. Danke, Julie. Denn seine Frau hat ihm mitgeteilt, dass sie sich selbst töten wird, wenn er stirbt. Und ich so, bitte, Schatz. Zwischendurch ruft die Lucille mal von draußen, Camille, musst du wirklich sterben? Und ich so, oh Gott, jetzt wird die auch noch wahnsinnig. Naja, aber sie hatte ja schon immer so lange Haare. Und Julie tötet sich mit Gift, weil am nächsten Tag ihr Mann Danton, sein Kumpel Camille und andere Schlümpfe auf diesen 1792 von einem Arzt namens Guillotin erfundenen humanen Hinrichtungsgerät einen Kopf kürzer gemacht werden. Schließlich läuft Lucille durch die Straßen, halb im Wahnsinn, und ruft, es lebe der König! Woraufhin sie als Royalistin verhaftet und kurz darauf auch hingerichtet wird. Robespierre aber wird nur ein paar Wochen später selbst auf seinem Lieblingswerkzeug der Guillotine hingerichtet. Sein Schicksal zeigt, Terror zu verbreiten und Sündenböcke zu opfern, macht alles nur noch schlimmer, denn anschließend kam wieder ein Diktator, Napoleon. Damit es uns nicht geht wie Danton, der zu spät den Mund aufmachte und auf diese Weise selbst umkam, kann die Moral der Geschichte für uns heute nur lauten, überlasst die Republik nicht dem Hass und nicht dem Terror, sondern tretet ihnen entgegen, wann immer sie euch begegnen. Und das, liebe Gemeinde, war Dantons Tod von Georg Büchner. Vielen Dank. Thank you.